Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den neuen Leatherface auf dem PTB. Ja, an Leatherface wurde so ein bisschen was geschraubt. Wenn er jetzt seine Säge aktiviert, dann geht sein Sägenschwingen nur noch 2 Sekunden. Dafür seht ihr es unten links, ich habe dort 3 Zeichen. Pro Zeichen, das ich benutze, geht mein Kettensägensprint 2 Sekunden länger. Oh! Da bin ich dagegen gesaust. Geht mein Kettensägensprint 3 Sekunden länger. Ich kann also bis zu 8 Sekunden lang sägen. Wenn ich gegen irgendwas gegenbrause, habt ihr es gerade gesehen, dann verliere ich alle Zeichen. So, jetzt jagen wir mal ganz kurz die Nia weiter. Ich erkläre gleich weiter. Oh, knappe Kiste. Okay, ich weiß noch nicht so genau, wie aktiviere ich... Nee, okay, so sorge ich nicht dafür, dass sie länger sägt. Ich muss noch ein bisschen herausfinden, wie ich überhaupt dafür sorge, dass ich mehr Zeichen einsetze. Wobei, komm, dich haben wir. Okay, genau, was wollte ich noch sagen? Genau, ich bin länger gestunt, wenn ich gegen irgendwas säge, je mehr Zeichen ich benutzt habe. Es regeneriert sich 1 Zeichen alle 4 Sekunden. Die Zeichen sorgen im Grunde dafür, dass ich das wieder resettet und ich im Grunde wieder von vorne die 2 Sekunden Sägen starten, ne? Außerdem werde ich dadurch deutlich, also was heißt deutlich, aber ich glaube 0,2 Meter die Sekunde schneller als vorher. Oh, und die machen die Generatoren, ne? Wenn ich meine Kettensäge verhaue, komme ich automatisch in das Tantrum rein. So, ich will das mal ausprobieren. Ne, mit Linksklick mache ich das nicht. Warte mal, ich muss das jetzt testen. So. Ne, damit breche ich sofort ab. Okay, ich muss noch herausfinden, mit welcher Taste ich den Kettensägensprint weitermache. Oh, das ging daneben, meine Liebe. So, zack, du kommst auf deinen Haken. Ne, dann bricht's ab. Vielleicht muss ich Steuerung drücken? Nee, das bricht dann ab, wenn ich so weiter säge. Okay, ich muss doch selber ein bisschen lernen, wie ich das aktiviere. Ah, die ist schlau. Oh, was? Ich bin stuck. Okay, nicht durch Fenster steigen. Anscheinend haben sie hier so ein bisschen was zerschossen im PTB. So, ich möchte das jetzt nochmal testen. Wie kriege ich das hin? Ist die Kettensäge? Nee, damit nicht. Vielleicht mit Linksklick? Nee, dann bricht's immer ab. Hm. Okay, ich muss das jetzt herausfinden. damit nicht. So, wir probieren es einfach mal. Nee, es bricht's immer ab. Ich krieg's nicht hin, dass ich die Zeichen nutze. Oder ich mache gerade irgendwas falsch. Oder ich nutze die Zeichen aber zu früh. Okay, wie gesagt, ich muss den Killer auch erstmal selber lernen. Das ist ja auch ein Test für mich. Dort hinten haben wir die Fang. Die nervt mich aber nur an der Schrottlaube bei dem Fenster, durch das ich nicht durchkomme. Und zack, habe ich dich. Ich habe außerdem wurden von Leatherface 2 seiner Perks überarbeitet. Und zwar einmal... Ich dachte, hier hinten sehe ich jemand. Einmal Franklins Niedergang. Das hat den Effekt, dass die Items nicht mehr Ladungen verlieren. Die Fang, die hält mich jetzt hier viel zu lange hin. Ich kann nicht erklären und spielen. Wenn jemand mit Franklins die Items aus den Händen schlagen, dann verlieren die Items keine Ladungen mehr. Aber ich sehe dafür die Aura im Umkreis von 32 Metern und Scheibenkleister. Dieses Fenster muss irgendwie verbuggt sein. Also einmal sehe ich die Aura des Items und wenn das Item bis zu 90 Sekunden auf dem Boden liegt, wenn man es auf Stufe 3 hat, dann verschwindet das Item. Man kann die Items jetzt komplett so aus dem Spiel nehmen. So, hier habe ich jetzt Pop Goes to Visit gegen. Außerdem wurde Knockout, also K.O. überarbeitet und zwar wirkt das nur noch, wenn ich jemanden mit einem Grundangriff niederstrecke. Habe ich dich? Ah, okay. So geht das. Ich muss also nur kurz Rechtsklick drücken, dann aktiviere ich meine Schargen. Ich habe wahrscheinlich vorhin alle Schargen sofort rausgeplautzt. Okay, wie gesagt, ist auch ein Lernprozess für mich.
So, zack. Und du hängst. Verdammt. Man muss halt immer noch vorsichtig sein, dass man gegen nichts prallt. So, du willst mir deine Taschenlampen geben? Danke. Wird hier gerettet? Nein. Schade. Das hat geklappt. Sehr gut. Oh, hoho, habt ihr es gesehen? Ich habe jetzt die ganzen Ladungen von meiner Säge verbraucht, alle drei. Dadurch war ich jetzt auch länger in diesem Tantrum gefangen. Ich kann noch nicht sägen. Jetzt kann ich sägen. Habe ich dich? Oh Leute, wenn ihr hier alle rumgeistert, was denkt ihr, was ich mache? Ich krieg euch. So, oh, was für ein Stress. Das war zu dumm von mir. Das war richtig dumm. Schönes Ding. Kaputt. So, wird jetzt hier jemand aufgehoben? Ich weiß nicht. Bestimmt. Ich heb den Steve einfach mal auf. So, ah ja, genau. Knockout wurde so verändert, dass es nur noch klappt, wenn ich jemanden mit einem Linksklick wegmache. Außerdem liegt der Überlebende, der dann mit Knockout auf dem Boden befördert wurde, ist dann für 15 Sekunden blind. Dankeschön. Boah, was machen die Überlebenden? Ist dann für 15 Sekunden blind und kriecht langsamer. So, hallo Feng. Das kriegst du nicht schnell genug hin. Oh, knappe Kiste. So, ich gehe wieder zurück. Und die Leute heilen. So, komm mit. Du kommst hier an den Haken. So, also wie gesagt, sie kriechen langsamer und sind für 15 Sekunden blind. Ansonsten ist Knockout gleich geblieben. Nur, dass es halt nur auf Linksklicks wirkt, ne? So, zack, was zu sägen, kostet mich direkt eine Ladung. Und wie gesagt, man muss das halt geschickt timen. Ich will mal ganz kurz testen, wie weit komme ich. Was? Okay, habe ich nicht rechtzeitig gedrückt. So. Habe ich dich? Ist hier jemand in der Nähe? Nein. Kann nicht sein. Komm mit. So, du kommst nach hier hinten. Ich packe euch außerdem nochmal eine ausführliche Beschreibung von Leatherface neuer Kraft und den beiden Perks in die Videobeschreibung. Falls das Ganze jetzt so ein bisschen unterging. So, ich teste jetzt nochmal mit der Kettensäge. So, ich säge los. Drücke. Man muss es wirklich gut teilen mit dem Rechtsklick. Hier, das Item wird immer roter. Das heißt im Grunde, meine Liebe. Wo ist die andere? Die Mac? Habe ich jetzt nicht gefunden. Dort ist die Mac. Schade. Ist so gut. Man kann den Kettensägensprint viel, viel länger nutzen als vorher. Das ist so gut. Ich weiß, dass die Nia mit der Taschenlampe in der Nähe wartet, aber komm mit. Die Fang kommt erstmal an den Haken. Also man kann seine Kettensäge jetzt viel länger einsetzen. Und ist damit viel gefährlicher, gerade an Paletten und sonst was. Oh, Nia. So, das geht immer noch. Man kann gegen Sachen sägen und verfällt dann sofort in sein Tantrum und verbraucht damit alle Zeichen. So, ich hoffe, ich konnte es einigermaßen gut erklären, aber die Runde, müsste zugeben, war stressig. Also, wie gesagt, ich habe hier diese Zeichen. Wenn ich während des Kettensägensprints Rechtsklick drücke, so, jetzt zum Beispiel, dann resettet sich das. Und mein Kettensägensprint geht länger. Je länger er geht, desto schneller werde ich am Ende auch. Ich werde aber länger gestunt, wenn ich gegen was gegensäge. Oder, gegen was gegenstoße, ne? Genau, die Zeichen regenerieren sich alle 4 Sekunden ein Zeichen. Und Mac lassen wir hier durch die Falltür weg, ne? Ist ja PDB, ist ja nur zum Testen.
So, aber ich musste auch erstmal selber herausfinden, wie die Kraft überhaupt funktioniert. Aber sie kann ziemlich gefährlich sein, wenn man sie wirklich lange einsetzt, ne? So. Okay, wir hätten einen Pip knapp gemacht. Hätten vielleicht ein bisschen mehr jagen, töten und gut, aber es war ja eh nur fürs Testen. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne. Boah, rangtechnisch. Uff. Wieso sind die alle Rang 20? Na gut, ist PDB, ne? Na gut, also wie gesagt, ich packe euch alles nochmal in die Videobeschreibung in einen angepinnten Kommentar zum Nachlesen. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es kommt auch noch ein Video zu den Hinterwäldler-Änderungen. Aber, na gut, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Leatherface-Änderungen gefallen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!